Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zurück zu News of Mario Bros. Wii No Death Challenge. Lange ist es her. In der No Death Challenge geht es darum, dass ich keinen einzigen Tod sterben darf, sonst muss eine Challenge machen, die ihr in den Discord reinschreiben könnt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem heutigen Video. Es ist ziemlich lange her, dass ich diese Challenge gemacht habe. Ich wollte das Projekt aber trotzdem zu Ende bringen. Deswegen spielen wir weiter und gucken, ob wir wieder bitte auf Betrug stoßen oder nicht. Und man direkt, ich fange an, direkt mit Betrug. Oh, ich bin ein Ente, Digga. Kann es sein, dass du dumm bist? Level ist mir leider nicht so geheuer. Abo, da ist ein Cousin. Nein, du Penner! Dicker, ja, wie hätte ich das denn sonst machen sollen, Alter, ja? Egal. Ba, ba. Die Koopas sind hier, die Stelle gerade leider im Weg. Oh, was ein Trickjump. Ah, da war ein... Oh Gott, Dicker, ich klang wie ein Adler, ja, Selemi. Ah. Ich bitte euch, wieder Challenges zu schreiben in den Discord. Und zwar habe ich den alten Discord, der verloren, wo die alten Challenges draufstanden. Ich konnte nur ein paar Challenges... paar Todes-Challenges wiederherstellen, aber nicht alle anderen. Deswegen würde ich euch bitten, wieder in den jetzigen Discord-Link in der Videobeschreibung weitere Challenges reinzustellen und wir kriegen einen Stern. Oh, ein Stern. Oh, wir haben es da drin. Oh mein Gott. Bitte triff mich nicht, bevor ich, du scheiß Feuerbruder, ich werde zeigen, wer dein richtiger Bruder ist, und zwar dein Tod, der Delame. Das sollte das Level-Ende sein. Secret Exit? Hä? This way. Gut. Ein Level ohne Tod. Das nehmen wir doch in den Lot. Bin gestorben. Ist gut. Leute, ich habe mich auch dazu entschieden, Super Paper Mario doch nicht zu LP'en. Fürs Erste. Denn bald kommt. Naja, bald. In so 10 Tage. Kommt schon Paper Mario 2 Remake für die Switch raus. Und ich habe mir überlegt, einfach dieses Spiel zu LP'en. Denn das habe ich halt noch nie gespielt. Junge, was machst du da? Erste Starcoin in Sicht. Ja, dann sind wir das zweite Level auf, voll und beendet in der Welt. Geht ziemlich ruckzuck. Ach so, jetzt können wir den Switch umswitchen. Aha, jetzt wird es ein neues Level. Hä? Also bis jetzt spiele ich ziemlich gut. Kein Tod in Sicht. Aber gucken wir, das bleibt auch so, sonst müsste ich wieder ein paar hässliche Challenges machen, auf die ich gar keinen Bock habe. Ein paar Sekunden später. Nein! Nein! Also bis jetzt spiele ich ziemlich gut. Kein Tod in Sicht. Jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen Level, ne? Zweite Starcoin wurde geschnappt. Weil ich darf ja das Level nicht safe spielen, weil ich sonst so gut bin im Spiel. Aber anscheinend bin ich doch schlechter als gedacht. Boah, endlich! Badapapa. So, das sind die letzten Bestrafungen, die ich noch vom alten Rad habe. Deshalb bitte ich euch, neue Bestrafungen reinzugeben. Mal gucken, was hier rauskommen wird. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es wird nicht schlimm. Nein, nein. Dann sind wir wieder in 3-4, weil wir nur den Secret Exit noch nehmen müssen. Oder den normalen Exit am besten. Das zeige ich euch in 0,01 Sekunden. Und zwar genau jetzt. Kein One-Up! Welt 3 Castle! Das Finale der Welt! Let's go! Damit der Welt fertig! Ey, da sind wir schon beim Hälfte des Spiels angelangt. Das heißt, das LP ist bald vorbei. 4-5 Parts und das LP ist schon durch. Wenn ich nicht großen Mist baue, sagen wir mal so. Bam! Guck mal, wie die Knochen drücken und mich da angucken, als wären die noch am Leben, aber sind alle schon tot, Alter. Nein! Nein, nicht diese Dinger! Ich hab PTSD von den Dingern, ohne Spaß. Ein Peter. Oh ne, Bälle. Ach stimmt, in der Welt war ja der Gegner hier irgendwie so Ball, ne? Okay, erstes Starcoin haben wir easy bekommen. Frage ist, ob wir auch an die anderen auch ganz einfach ankommen können. Könnt ihr auf mit Kinderbällen auf mich zu werfen, Alter? Okay. Starcoin mit Kaboom. Ich sollte damit auf jeden Fall klarkommen. Damit hätte ich jetzt beides bekommen. Zweites Starcoin ist im Sack. Oh shit, hier muss ich schnell hin, Alter. Ich hatte das Level viel schwieriger. Ich will kein Auge legen, bevor ich jetzt wieder drauf gehe oder so, ne? Was soll die Scheiße? Was werden die jetzt wieder von mir verlangen, Mann? Okay. Oh! Das geht doch noch. Das ist nicht so schlimm, ne? Ich mach einfach Chips mit Eis als Dip. So, Freunde, ich bin fertig mit dem Gym. Jetzt gehen wir kurz die Sachen einkaufen für die Bestrafung. Let's go! Die Decke in der Nähe ist ein Netto.
So, dann holen wir uns mal entspannt entweder Vanille oder Erdbeer. Weil Schoko habe ich keinen Bock. Ich hol Erdbeer. Weil ich hab Bock auf Erdbeereis. Wenn ich schon das hier machen muss. Rein in die Stube da. So, hier sind wir bei der Chipsabteilung. Mal gucken, welche Chips wir uns holen werden. Rein damit dir. Und let's go da Hause. So, vorhin der Einkauf getätigt, für zu Hause auch eingekauft. Jetzt kann man nach Hause steppen und loslegen, ne? So, Freunde, da hätten wir die Käse-Tortilla-Chips mit Erdbeereis. Das wird eine sehr eckige Kombi, glaube ich. Kann aber auch lecker schmecken. Ich weiß nicht, wie viele Chips ich davon essen werde. Keine Ahnung. Perfekte Kombi für nach dem Gym, ich weiß. Alter, der Chip geht kaputt, Mann. Egal. So, hier haben wir einen Chip mit Dip. Bismillah. Schmeckt ganz okay. Mehr Eis als Chip, aber warte mal, wir machen daraus ein mieses Sandwich. Abo, ein Käse-Tortilla-Eiscreme-Sandwich. Okay. Kalt. Also es ist kalt. Eine 5 von 10, denn man schmeckt die Chips fast gar nicht raus. Wir müssen es dem Penner heimzahlen, was er mir angetan hat. Kabum. Ey! Ich würde dir noch nur perfekt heim. Boah, wir haben ihn gegeben, Alter. Wir haben predicted, wo er da auftauchen würde. Leute, dritte Welt ist geschafft! GG. Mario, spring doch bitte einfach aufs Schiff. So, Freunde, machen wir die erste Bestrafung. Und zwar bin ich zweimal gestorben. Das heißt, ich muss 8 Liegestütze machen. Das werde ich doch wohl noch hinkriegen. So, kaputt bin ich noch nicht. Okay, das wird ein 10 gewesen sein. 2 Bonus. Und damit haben wir alle Sterne müssen wir 3 gefunden und die Welt da somit abgeschlossen, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuschauen der heutigen Episode. In der nächsten Folge widmen wir uns der Strandwelt, die ich so absolut komplett hasse. Hier werden viele Tote passieren, ich werde hier viel Shit erleiden müssen. Es ist so, wie es ist. Danke fürs Zuschauen, passt auf euch auf und ciao.